Isaac. So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Bin aktuell nicht zufrieden. Ich bin aktuell nicht zufrieden, wie das hier läuft. Wir kriegen mit Eve, also ich bin halt so ein, wenn ich es jetzt nicht mache, ich meine, es gibt Charaktere, die werde ich nicht schaffen, ne? Es gibt Charaktere, die werde ich nicht schaffen. Ich werde nicht irgendwann mit, wo ist er denn? Mit Lost hier mehr, das wird nicht passieren. Also eigentlich kann ich mich sowieso gedanklich von dem 45% verabschieden. Wo kommt denn jetzt eine 45 in meinem Kopf her? Von den 100%? Wie kam ich denn jetzt auf 45? Okay, keine Ahnung. Aber irgendwie denke ich mir halt, das ist was man noch schaffen könnte. So, wir hatten gute Runs mit Eve. Die ersten zwei Runs mit ihr waren unfassbar gut. Und mit der Ausrüstung, die ich da hatte, hätte ich das auch weiter geschafft. Also da hätte ich auch dann Beast und so, ne? Das Problem ist halt nur, diese Situation haben wir jetzt in den letzten Parts nicht mehr gehabt. Es ist irgendwie immer schlechter gelaufen. Ich würde ja fast am liebsten weg... Wir machen jetzt noch... Ich will jedes Mal, sage ich das. Jedes Mal sage ich das. Weil immer, wenn eine Aufnahme eine Weile her ist, dann bin ich so, ja komm, wir probieren es nochmal. Eine Chance noch. So wie beim Glücksspiel. Einmal noch. Ne? Und man kann einfach nicht aufhören. Obwohl wir noch so viele Charaktere hätten, die ich gerne spielen würde. Aber okay, ich kann nicht sagen, ich mache noch einen. Weil dann bin ich nach dieser Aufnahme wieder frustriert. Geh aber dann in die nächste Aufnahme rein und sag wieder, ich mache noch einen. Ich weiß nicht. Es ist ganz, ganz, ganz merkwürdig. Und dann gibt's halt so Runs, die mir so Hoffnung geben. Und gleichzeitig, aber halt auch nicht. Was rede ich? Keine Ahnung. Wir wollen Beast versuchen, das heißt, wir lassen erstmal die Itemräume aus, was halt für ihn schon super riskant ist. Für sie. Weil wir halt... Also es ist halt... Das Hauptproblem ist bei Eve, muss ich echt sagen, ich glaube, das Hauptproblem ist bei Eve nach wie vor die Geschichte mit der Tiersrate. Wenn ich einfach mal normal schießen könnte, ohne dass ich ständig Viecher generiere und wenn ich einen anständigen Damage hätte... Gut, aber dann wär man halt einfach nicht Tainted Eve, so... Es ist gehüpft wie gesprungen, so. Es wird halt nicht besser. Das wird nix. Ich komme aus dem Raum hier nicht raus. Das sehe ich jetzt schon. Ich bin zu schwach für den Raum. Na, guckt euch an, wie oft ich... Und dann muss ich da... Oh mein Gott, ich hasse Spinnen. Ach, hält mich doch. Diese dämlichen Bewegungsviecher da. Ja, ich will wieder schimpfen. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, weiter. Ja, wir müssen sehen, was kommt. Also es ist halt... Problem ist halt, man verliert die Dinger so schnell und es ist alles Mist. Oh mein Gott. Theoretisch kann ich es schon nehmen, wenn ich... Ne, wir warten damit noch. Aber ich habe... Doch, klar habe ich Zeit. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Zeit. Doch, natürlich. Oh Gott. Erst den da unten. Nein! Der trifft meine Viecher, das soll er nicht. Okay, gut. Ah, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ganz gut, dann kann ich warten, bis ich da rein kann, aber die springen raus schon vorher. Das ist natürlich nicht so gut. So. Nein. Und der Account hat auch schon geschrieben, so Sachen wie Bosswash und so kann man eigentlich sich leichter machen. Es gibt ja auch Items und Gegenstände, die einem den Bosswash öffnen. Wenn man die halt zufällig hat, dann ist das auch gut. Mr. Me zum Beispiel öffnet den Bosswash. Na?
Und dieser blaue Schlüssel, den wir letztens bekommen haben, den wir hier freigeschaltet haben mit Eve, deswegen sollte ich ja die ersten Sachen mit Eve machen, der öffnet auch den Boss Rush. Der öffnet den Dings, wo Hush drin ist. Vergessen, wie es heißt. Blue Wump oder so. Kann es nicht aussprechen. Das ist noch das nächste Problem. Okay, zwei Pillen. Ich muss sie mir holen. Wenn es ein Tears Down ist, gehe ich sofort aus dem Run raus. Naja, nicht rausgehen tue ich noch nicht, aber die Chance, dass es ein Tier Up ist, ist halt nicht null. Und ich brauche Tier Up. Ich brauche, das ist eine der wichtigsten Sachen hier, die ich brauche. Ich brauche Tears Up. Es hilft nichts. Ich muss an die Pillen ran. Es hilft nichts. Health Up nehme ich auch sehr gerne mit. Das eher weniger. Das ist eher nicht so ganz mein Wunschkauf, Kauf, weil ich einen Shop jetzt schon wieder sehe. Aber Shop müssen wir reingehen, vor allem wenn da der goldene Haufen davor ist. Also gut, wir bekommen jetzt entweder Geld oder wir bekommen den Counterfeit Penny. Beides cool, aber dann müsste ich noch nicht sofort in den Shop, Theorie. Okay, okay, Luck Up ist dabei, das ist auch sehr schön. Und wir dürfen nicht den Itemraum benutzen. Wir wollen ja über Planetarium erstmal gehen. Was halt auch super riskant ist, wieder mit Eve. Das so zu machen, aber hey. Noch ein Luck Up. Sehr interessant. Okay, das blaue Herz müssen wir uns holen. Das ist ganz klar. Dann würde ich noch eine Bombe kaufen. Was ist denn das für ein... Was ist denn das für ein... Item da, was ich da kaufen kann für 15. Ist das zufällig ein Item, was es auch im Angel Room gibt? Irgendwie sieht es so aus, als hätte ich das schon mal gesehen. Aber ich sehe es schon mal nicht in Kombination mit Angel Room. Ich gebe mal Card ein. Ich glaube, es ist irgendwas, was mit Karten zu tun hat. Ich glaube, es ist irgendwas, was mit Karten zu tun hat. Ja, Card Reading. At the beginning of all future floors, two portals will appear that can take you to either the boss room, item room or secret room. Ah, das ist das. Da kann ich sofort dann in den Itemraum rein. Was jetzt aktuell für mich blöd ist, weil ich das ja gar nicht will, aber vielleicht will ich es ja noch. Also es sollte mir jetzt... Das wäre halt, das würde halt... Das wäre für einen Speedrun vor allem eine sehr schöne Geschichte. Oh shit. Das wäre für einen Speedrun vor allem eine sehr schöne... Okay. Moment, Judgment ist nicht Justice. Judgment heben wir uns auf. Wenn wir genug Geld haben, dann können wir spawnen. Weil vielleicht ist es der Geldbettler. Habe ich gerade wieder ein Viech verloren? Hat er mir eins kaputt geschossen? Scheiße. Nicht gut. So, wir müssen jetzt aber noch, weil wir ja über Planetarien gehen. Wir müssen jetzt leider noch den anderen Weg uns anschauen, denn das Planetarium könnte ja irgendwo aufgetaucht sein. Das wissen wir ja blöderweise nicht. Also muss ich da jetzt erstmal durch. Wir machen mal noch das rote Herz wieder weg. So. Okay, kein Planetarium. Aber der Raum sollte möglichst verlustfrei laufen, wenn ich jetzt nicht kompletten Müll hier mache. Okay, noch drei. Das Problem ist halt, Eve ist einer der Charakterinnen, bei denen es einfach... Bei denen es einfach wirklich von einer auf die nächste Sekunde gut und schlecht sein kann. Also du kannst die ganze Zeit kannst du wechseln. So, jetzt hole ich mir aber den Kollegen hier. Was habe ich eigentlich da gerade für ein Trinket? Ich dachte, das ist ein zusätzlicher Schuss, aber das ist gar kein zusätzlicher Schuss, stimmt's?
Ich dachte, das ist Kane's other eye. Es ist Kane's eye, nicht other eye. Ach so! 25% Chance, um Map-Icons beim Beginn einer neuen Ebene zu sehen. Ach so, ja, dann nehmen wir es aber trotzdem mit. Weil... Das ist dann ja praktisch. Ja. Okay. Ja gut, dann... Gucken wir mal jetzt hier. Oh je. Der kann mir ziemlich viel kaputt machen hier wieder von meinen Viechern, wenn der loslegt. Ah. Bitte lassen Sie das, der Herr. Nein. Hör auf mit der Scheiße. Jetzt kommt er an. Nee, immer noch nicht. Der macht meine Viecher kaputt. Er trifft zwar nicht mich, aber es ist auch nicht besser. Ich weiß vor allem nicht. Scheiße. Ob das nächste, was ich generiere, dann das weiße Herz. Ja, wir können es ja ausprobieren. Ich habe ja notfalls. Ja, es ist das weiße Herz. Der macht zwar jetzt coole Action mit seinem Feuer, aber ich will den eigentlich gerne wieder haben. Ich will nicht, dass der kaputt geht. Ja, aber so ist halt auch blöd. Euch an, wie schwach man ist, einfach wenn man nur Eve ist. Wenn man nur Eve ist, ist man so schwach. Jetzt kommt angeschossen. Ich glaube, so lang. Shit, aber okay. Ich wollte gerade sagen, so langsam habe ich, glaube ich, verstanden, wann was passiert. Also wann er welche Attacke macht, weil der so unterschiedlich guckt da so ein bisschen. Alter, bist du hier was kaputt geschossen hast? Eve ist so ein furchtbarer Charakter, wenn der nicht stark, also wenn sie nicht stark ist. Devil. Wheel of Fortune. Ace of Clubs. Justice können wir direkt einsetzen. Justice können wir direkt einsetzen. Ach, jetzt hat er erst das Ding gemacht. So. Okay, so. Wait, aber habe ich jetzt zwei rote? Nee, habe ich nicht. Okay, dann passt es. Mit Samtorium komme ich zurück. Und habe meinen... Okay, alles gut. Und habe nicht überladen. Gut, dann kann ich jetzt... Also, wir können ja hier Karten liegen lassen. Judgment würde ich mitnehmen weiterhin. Ja, ja, und dann ist ja schon klar. Judgment würde ich mitnehmen weiterhin. Dann ist ja der Rest klar. Okay, Abflug. Das mit dem Portal haben wir nicht hinbekommen, ist aber in Ordnung. So, sehen wir? Wir sehen die Dinger und es gibt in der Map ein Planetarium. Okay. Ach, es ist direkt neben mir. Gottes Willen. Okay, sehr, sehr schön. Dann haben wir Saturn. Oh, das könnte sogar für Eve ganz cool sein. Könnte ich mir so vorstellen. Ich weiß es nicht. Das könnte für Eve sogar ganz cool sein. So, dann erstellen wir mal fleißig und machen jetzt auch mal Judgment und gucken mal, was es ist. Judgment. Ja, es ist der Typ. Dann können wir ihm jetzt schon mal Münzen geben. Und gucken, ob es reicht für ein Item. Oder ob er erstmal nur kleine Sachen droppt. Ich würde aber sonst zum Beispiel einen HP-Up halt sofort mitnehmen. Okay, es reicht noch nicht. Das ist natürlich ärgerlich. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen.
Das Gute ist halt jetzt, dass ich die Tränen hier vor mir habe. Das ist ein guter Schutz auch für meine Viecher. Weil die jetzt so schnell nicht getroffen werden können. Es ist eigentlich eine gute Kombination. Also vielleicht gar nicht so eine schlechte Kombination. Na, weil es jetzt ja eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass dass Schüsse da drin landen und dann wär das in Ordnung. Okay. Und ab jetzt können wir auch den Shop mitnutzen. Ja doch, ich glaube, also Saturn ist, glaube ich, für Eve gar nicht so verkehrt. Jetzt können wir sogar gratis, wenn mich jetzt nicht alles komplett täuscht, hier reingehen. Achtung. Hoffe, ich krieg's hin. Der müsste jetzt überladen und den einen kann ich aber direkt wieder zurücksetzen. Dann müsste ich hier gratis durchkommen. Also, wenn alles gut geht, komme ich hier raus und habe immer noch 3 Viecher. Watch, watch this. So, überladen, rausholen. Bisschen kritisch, dass die Viecher da kommen. Aber alles gut. Haben wir. Alles gut. Okay. Stabil. Sehr cool. So, und jetzt kann ich über Sumptorium wieder überladen. Ach, und jetzt klaut er. Okay, jetzt klaut er mir das halbe Herz. Das halbe blaue, aber ist natürlich in Ordnung. Das ist natürlich voll in Ordnung. Und der Angel Guardian ist natürlich sehr gut. Das ist sehr schön, dass wir den bekommen haben. So, dann können wir jetzt mal, ich würde sagen, 4 Viecher erstellen. Doch, Dings ist sehr praktisch, der die Gegner-Dinger auffängt. Das sorgt halt dafür, dass meine Viecher seltener getroffen werden. Das ist schon sehr gut. Das ist schon sehr gut. Irgendwie bin ich viel langsamer als die. Das ist nicht so gut wiederum. So, die eine Bombe kann ich setzen. Da dürfte auch nichts passieren. Und dann komme ich da auch an die Truhe ran. Vorsichtig. Erstmal weggehen. So. Alles cool. Ich habe im letzten Part sind die Viecher an meinen Explosionen gestorben. Ich dachte eigentlich, die können das nicht. Aber irgendwie können die das wohl doch. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig, falls sich jemand wundert. Ich hatte in irgendeinem Part mal gemeint festzustellen, dass die Viecher nicht an meinen Explosionen sterben. Aber im letzten Part sind sie an meinen Explosionen gestorben. Ich habe mich dann gefragt, ob es daran lag, dass ich sie groß gemacht habe über BFF. Aber das ist eigentlich Quatsch. Oh, da ist schon der Boss. Okay. Wir wollen aber natürlich noch den Itemraum vorher sehen. Jetzt dürfen wir ja. Wieder. Also dann muss man muss dann aber schon sagen, das Planetarium hat schon echt geile Items. Weil ich habe erst überlegt, ob ich bei Eve vielleicht eine Ausnahme mache und sage, ah, es ist viel zu riskant bei Eve ohne Itemräume zu spielen. Aber man muss halt ehrlich sein und oh nein, da ist noch einer. Okay, aber wir spielen der Herzmaschine definitiv nicht. Deswegen werde ich die schon mal sprengen und hoffen, dass da ein... Na gut, ich kann den einsammeln und verwandeln. Nee, kann ich nicht. Doch, ich kann den verwandeln, oder? Den müsste der jetzt als erstes mir nehmen. Ja, perfekt. Dafür kann ich es dann doch verwenden. Okay, dafür kann ich es verwenden. Sehr gut. Okay. Itemraum könnte... Ja. Ist ziemlich sicher, wo der Itemraum ist. Lass mich in Ruhe, danke. Der Itemraum sei schon der Geheimraum. Genau. Geld! Ja, ist auch voll okay. Ist auch voll okay. Sehr, sehr schön. Und du könntest trotzdem mir Geld geben, Kollege.
Yes. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, das erhöht die Chance für den Engelraum, aber waren wir schon drin. So, und du gibst mir jetzt mein Item. Fantastico. Fantastico. Gut. Okay. Kein komischer Stein. Nichts, was wir sprengen müssten. Alles in Ordnung. Und da sieht man auch wieder, wie wichtig es ist, die Geheimräume zu finden. Aber das sind halt alles Sachen, wofür man wenig Zeit hat, wenn man unter Hektik spielt. Weil man halt auf Dings macht, ne? Auf, weißt du schon. Will ich jetzt den Shop mit 5 Münzen eigentlich nicht so? Eigentlich will ich da gar nicht in den Shop rein. Es könnte ein Kampf drin vorkommen. Wir warten mal, vielleicht kriegen wir noch einen goldenen Schlüssel, dann würde ich sowieso alles ablaufen. Oh, nee. Okay. Oh, die werden jetzt gesammelt. Oh, das ist auch interessant. Die werden dann so gesammelt. Ja, okay. Okay. Letzter gefährlicher Raum und dann haben wir die Ebene geschafft. Bis auf den Boss natürlich noch. Der Boss muss noch liegen. Oh, auch schön. Das kann ich einfach mitnehmen. Genau, das füllt einfach auf. Auch schön, wir haben noch nichts, kein Space bei Item, kann man mitnehmen. Passt. Waren hier blaue Feuer? Dann könnte ich da sogar einmal das Viech setzen. Wobei, ich setze das Viech beim Boss, ich bin ja blöd. Klar, ich setze das Viech beim Boss. Okay. Jetzt ist halt die Frage, gehen wir noch in den Shop rein? Mit 5 Münzen. Wenn der Kampf kommt, könnte es sein, dass wir was Brauchbares bekommen und dann unten an dem Bettler die restlichen Münzen ausgehen. Ja, komm, wir gehen rein. Scheiß drauf. Okay, kein Kampf. Wir nehmen das blaue Herz und dann gehen wir. Machen wir es so. Machen wir so. Ich will das Viech beim Boss setzen. Die Puppe da. Ich glaube, die macht ordentlich Damage. Nicht sicher. Und dann passt die Geschichte. Dann setzen wir noch ein paar Viecher, weil wir haben genug Herzen. Ich hasse das, wenn man in den Raum reingeht und direkt kommen die Stacheln. Das ist immer so... Uff. Okay, mal gucken, wer es ist. Ja, das ist ja perfekt für meine Puppe. Rums! Das hat richtig gerumst. Das hat richtig gerumst. Ich meine, klar verliere ich da jetzt wieder Viecher, logisch. Aber was soll ich tun? Es gibt halt Dinge, die lassen sich nicht vermeiden. Weil alles andere gibt es mal. Oh mein Gott! Okay, ist aber nicht viel. Sind nur 7 Münzen. Damit würde ich jetzt tatsächlich nicht anfangen, zu dem Dings zu gehen. Ich überlege nur kurz, ob ich noch Bomben hier setzen sollte. Aber... Nee, es sind alles nur einzelne Feuer. Ich kriege kein Feuer doppelt. Nee... Lassen wir es so. Ist okay. Ist okay, lassen wir es so. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Passt. Ich bin aktuell zufrieden und das gefällt mir nicht, weil das bedeutet, wenn es jetzt schief geht, bin ich wieder frustriert. Okay. Lol, der Ring ist ein bisschen kaputt. Oh, wir haben direkt wieder alles da. Okay, wir gehen erstmal direkt zur Richtung Itemraum. Wir wissen schon, wo er ist. Das ist sehr praktisch. Jo, der Saturnring. Ah, shit. Ich wollte gerade sagen, der Saturnring ist wirklich gut. Bin ich direkt irgendwo reingelaufen? Ah, er ist trotzdem wirklich gut. Nein, die reduzieren mir natürlich meine Viecher. Okay. Das war nicht ganz so praktisch. Aber wir können es verkraften. Schießt du mal hier rüber deine Bombe? Schade.
Ich wollte gucken, ob da ein gewisser Raum ist. Und dann gucke ich halt mit der Puppe, ob hier ein gewisser Raum ist. Perfekt. Und dann nehmen wir erstmal nice Halo Flies mit. Prima. Zwei Pilze können wir mal hier in die Luft sprengen. Schade. Und jetzt in den Geheimraum gehen. Mehr Pilze, die wir sprengen wollen. Bitte kein Tierstown. Okay. Dann brauche ich mir hier nicht die Bomben opfern. Okay, schade. Okay, ein Schlüssel für den Schlüssel. Immer gerne. So, da oben ist ein Miniboss. Sollen wir es wagen? Ich würde noch ein paar Viecher erstellen vorher. Weil ich einige verloren habe. Es könnte halt, ne, so Dings sein, Last. Und dann kriegen wir ein HP ab, das wäre cool. Es ist nicht Last. Oh, wir müssen hier da unten ganz schnell los. Wobei, es geht eigentlich. Der kann mir nichts da unten. Und solange ich den hier immer wieder getriggert bekomme, dass der auf mich schießt und nicht seine Kreuz- und Querdinger macht. Ja, hör auf damit, weil das trifft dann alles, aber nicht das, was du treffen sollst. Na. Ja, mach das. Da kann ich dich schön befeuern. Das machst du nicht, weil da machst du meine Viecher kaputt, bitte. Ja, mach das. Das hörst du, das machst du nicht. Das kannst du machen. So, tschüss. Okay. Problem ist, da kommen wir nicht ran. Also da kommen wir wirklich nicht ran. Das ist etwas ärgerlich. Insofern war der Raum jetzt leider ein wirklicher Verlust. Ich komme nicht ran. Kann die nicht... Sollten wir irgendwas finden, was uns fliegen lassen kann, können wir es natürlich noch holen. Warte, die Ebene ist noch ganz schön groß. Dafür, dass es nicht mal eine XL-Ebene ist, ist die ganz schön groß. Augen zu und durch. Aber jetzt hoffen wir mal auf sowas wie Hanged Man oder so, dann würde ich da einmal eine Runde fliegen in dem Raum da oben. Oder ein Magnet oder irgendwas halt. Es gäbe eigentlich mehrere Möglichkeiten, da jetzt noch das Zeug zu bekommen. Machen wir erstmal die Viecher da unten kaputt, das stört nämlich massiv. Hoppala. Ich könnte halt auch wieder mehr Viecher erstellen, aber dann verliere ich wieder Herzen und na, es ist mal. Es ist immer ganz schwierig, sich da zu entscheiden. Aber jetzt kommt ein großer Raum. Ich würde gerne ein paar mehr Viecher haben. Ich hoffe halt nur, dass ich sie nicht, dass sie nicht kaputt gehen, weil das halt meine Herzen sind, die dann kaputt gehen dabei. Oh, Spinnen. Oh, nee. Die hat es echt geschafft, da durchzukommen, ne? Aber genau das meine ich. Die reduzieren mir jetzt meine Herzen wieder massiv. Schaut euch diese Kacke an. Schön richtig explodiert. Genau da, wo es explodieren sollte. Aber die haben jetzt wieder richtig reduziert. Ich hasse Spinnen. Mit Eve noch mehr als eh schon. Das ist richtig kritisch. Das ist richtig kritisch. Boah. Nee, da komme ich überall nicht ran. Ich komm an nichts ran. Vorsichtig. Ah, das ist nicht das, was ich wollte. Aber wir können es erstmal mitnehmen. Okay, Cheerio, Fragezeichen. Hatte ich schon mal nachgeschaut, hab's wieder vergessen.
Cherryo? Fragezeichen. Ach ja, ich werde zu Stein, kann mich nicht bewegen und habe eine Tiersrate von eine höhere Tiersrate. Okay. Ich dachte jetzt erst Crawl Space, aber leider nein. Schade. Crawl Space hätte ich mehr gefeiert. Jetzt war der Raum sogar für im Moment effektiv nichts gut. Oh nein. Ich habe halt jetzt schon wieder so viele Viecher verloren und es ist meine Energie, die dabei drauf geht. Das ist das Problem, was ich meine. Du brauchst nur einen so scheiß Spinnenraum. Noch ein Spinnenraum. Du brauchst nur einen so scheiß Spinnenraum und es ist, deine ganze Energie ist weg, weil deine Energie in Form von den Viechern hier rumläuft. Das ist echt problematisch. Weil dann ist ja auch Eve, wenn die Viecher weg sind, hat ja Eve effektiv keine Herzen mehr. Also darf ich wahrscheinlich auch gar nicht so viele erstellen. Noch was gespawnt? Ein Item? Nein. Ich würde jetzt erstmal gerne wieder zurück. Ich brauche die aber. Ich muss mit denen kämpfen. Gott. Okay, nichts davon werden wir uns holen. Schon wieder Spinnen. Verzieh dich. Okay, gut, 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 gut. Die kann mir, die ist nicht so schlimm, die ist nicht so schlimm. Mamski. Mamski müssen wir uns auf jeden Fall holen. Okay, zwei Münzen. Okay, der Raum ist in Ordnung. Wir gehen erstmal durch die in die Ecken. Und dann können wir vorsichtig alles abschießen. Es dauert dann zwar ein bisschen länger. Aber es funktioniert. Und so reduziere ich nicht meine Viecher. Oh, da ist einer hängen geblieben. Komm her. Gut. Und oben ist noch einer, ne? Genau. Gut. Oh nein. Der ist schon kommen, der One wird nicht gut gehen. Schaut euch meine Energie an. Ich bin mit meiner Energie gerade überhaupt nicht zufrieden. Geh weg! Du bist so schnell mit Eve auf einer niedrigen Energie, weil du erstellst Viecher, die Viecher gehen kaputt und die Viecher waren dein Leben. Das ist nicht... Ah, du reduzierst auf die Art und Weise dein Leben so massiv schnell. Das ist nicht gut. Schade.
Gut. 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 Okay, schade. Wir haben jetzt ein paar Bomben. Dann würde ich jetzt erst nochmal, ich meine, wie... Oh, oh, die habe ich ganz übersehen, die habe ich komplett übersehen. Okay, interessant. Dann würde ich jetzt einmal hier sprengen, auch wenn ich das... LOL? Wo kam denn jetzt das her? Kam das aus der Maschine raus? Nee, was, da ist doch noch irgendwas anderes gesprengt. Okay, soll mir recht sein. Hatten wir hier noch irgendwo einen Bettler? Nee, ne, hatten wir nicht. Jetzt muss ich mit der Energie, die ich habe, gegen den Boss ankommen. Das wird kritisch. Das wird kritisch. Leider. Na, die Herzen, die da oben waren, da komme ich nicht ran. Das ist das Problem. Ich komme da oben an die Herzen nicht ran. Ich hätte gern... Ah, so eine Karte wäre cool. Irgendwas mit Fliegen wäre cool. Irgendwas, was Items anzieht. Ah, jetzt muss es so gegen den Boss klappen. Drückt mir die Daumen. Aber ein bisschen Bammel. Wen haben wir denn? Okay, okay, okay. Der ist eigentlich okay. Ah, jetzt hat die Bombe nicht. Aber ist nicht so schlimm. Gibt Schlimmeres. Nein! Das Problem ist, ich bin halt zu schwach, verdammt. Warte, bin ich gerade auf der okay. Risiko. Das war nicht das Risiko, was ich meinte. Weg mit dir. Oh Gott, oh Gott. Weg mit dir. So, gut. Risiko hat funktioniert. Eieieiei. Aber das war böses Risiko. Das war mir viel zu böses Risiko. Uff, okay, schnell zurückverwandeln. Haben wir jetzt noch irgendeine Möglichkeit, hier noch irgendwas zu regulieren? Ich kann nicht mal den Curse Room besuchen. Hier komme ich halt nicht ran. Ich komme hier an nichts ran. Da sind so viele Sachen, die ich gerne hätte und ich komme nicht ran. Das ist kritisch. Nee, ich kann nichts machen. Aber ich sterbe halt in der nächsten Runde sofort am Anfang. Ich hab ja nichts. Ich schieße ja im Moment nur normal. Ich hab ja nicht mal mehr. Ich kann ja keine Viecher mehr machen. Okay, ich muss das hier machen. Und hoffen, dass irgendwas Brauchbares rauskommt. Herzen oder so halt. Okay. Eine Lockdown-Pille ist so ziemlich das Letzte, was man will, wenn man gerade an der Glücksmaschine spielt. Gott, ich habe gar nicht gerafft, was da rauskam. Holy moly.
Zum Glück hat die nicht sofort einen Abflug gemacht. Okay. Ja gut. 3 Herzen, mehr kriege ich nicht. Aber das ist ja schon mal eine bessere Ausgangslage, auch wenn ich nicht zufrieden bin. Also, uff. Halt, ich kann es noch sprengen. Ich kann das Feed noch sprengen. So. Dann würde ich jetzt 2 Viecher erstellen. Aber ich darf halt nicht zu viel erstellen, weil ich die Herzen brauche. Oh mein Gott, es ist so kritisch mit dem Viech. Es ist so kritisch. Da wäre schon wieder ein Bosskampf an der Seite. Aber auf den habe ich jetzt ehrlich... Ich würde das mal auf den Itemraum versuchen. Zu kommen. Da müssen wir runterlaufen. Okay. Achtung. Ich setze mal hier die Puppe. Das sollte passen. Come on! Okay, immerhin 1. Immerhin 1. Immerhin 1. Okay, großer Raum und dann war's das schon. Dann kommt schon der Itemraum. Daumen drücken, dass er spielbar ist. Der ist spielbar. Mach bitte, erstell bitte nicht zu viel Kacke. Das wäre mir jetzt ja recht. Und geh vielleicht rüber zu dem anderen Kollegen, das wäre mir auch recht. Kannst du eigentlich sogar sehr gut kommen. Komm mal her. Und jetzt rüber. Und jetzt bleibst du da. So. Dauert es zwar 3 Jahre, bis wir hier mal durch... Wobei, jetzt kann ich eigentlich ja mehr Viecher erstellen. Die dürften jetzt eigentlich nicht in Gefahr geraten, so schnell. Also solange die mich nicht bemerken hier drüben, kann ich die abschießen. Aber ey, wir haben halt kein Damage, nichts. Das ist richtig kacke. Wir haben leider überhaupt keine brauchbaren Upgrades bekommen. Wir machen effektiv keinen Schaden. Schaut euch das an. Schaut euch die Kacke an. Was soll ich da machen? Wir machen effektiv keinen Schaden. Das dauert 3 Jahre, die Zitz zu besiegen. Da nützt mir auch Saturn nichts. Achso, die erstellen, sobald ich neue... Ja, okay. Aber zumindest wäre dann der da drüben schon mal weg. Komm, mach dich weg. Ich hoffe nur, ich trigger die nicht irgendwie an. Das wäre dumm. War ja gerade mein Trick, dass ich den darüber gelotst habe. Müsste nicht der erste bald mal drauf gehen? Nice. Hey, hoffentlich ist in dem Itemraum was Brauchbares drin. Wir haben so Energieprobleme und Damage-Probleme und alles Probleme. Wir bräuchten einen All-Stats-Up oder so und das wäre dann noch nicht mal komplett helfen.
Das ist das, was ich meine. Du brauchst nur diese Viecher verlieren, die du aus deinen Herzen erstellst und es... Ah! Es geht so schnell dann den Bach runter alles. Ich gehe gleich rüber. Will ich aber nicht, weil dann habe ich ein Problem. Wow! Okay, ich darf da nicht zu hoch. So, wenn ich den Knopf gedrückt halte, dann habe ich nämlich so, dann schießen die so hintereinander und nicht, aber dann muss ich von Anfang an den Knopf gedrückt halten. Na, dann haben wir so eine Art Schussfeuerwerk. Das ist etwas effizienter als dieses, jeder schießt gleichzeitig. Aber sobald ich jetzt einmal loslasse, klar, dann schießen alle wieder nur noch gleichzeitig. Das geht nur einmal. Wenn man die gerade neu erstellt hat, geht das halt. Ey! Krieg so einen Rappel hier gleich. Dankeschön. Oh, der hat zumindest, hat der auch schöne Herzen gespawnt. Oh, shit. Die Viecher leben noch. Wieso gehen die Türen auf, wenn die Viecher noch leben? Moment, da müssen wir uns noch gerade drum kümmern. Aber vorsichtig. Das können wir jetzt wieder mit so direkten Angriffen machen, na, das ist klar. Das ist ja eh besser, wenn ich viel Schaden auf einmal mache. Viel Schaden ist ja hier eh nicht viel Schaden. Okay. Okay, das halbe Herz da oben noch holen. So. Meine Nerven. Mit dir wollte ich jetzt eigentlich nett spielen. Naja. Wollen wir Risiko gehen? Es ist halt ein blaues Herz, was dann weg ist. Ich hoffe, es bringt mir was. Zwei Truhen. Das war schon mal Kacke. Okay. Es hat mir was gebracht. Aber es ist halt, es bleibt halt Risiko. So, du weißt nie, ist es gut, ist es schlecht. Keine Ahnung. Ganz schwierige Geschichte, jedes Mal. Okay, wir sind wieder ein bisschen besser unterwegs. Shop und Boss scheinen auf unterschiedlichen Pfaden zu sein. Kommen da noch Würmer aus dem Boden oder sind es nur die Viecher? Wenn es nur die sind, dann ist der Raum ja okay. Okay, damit kommen wir doch klar. So. Dann würde ich jetzt gleich mal gucken, ob hier was ist, weil dann kann ich die Skelettköpfe gleich mitsprengen. Auch wenn ich natürlich noch nicht weiß, wie die anderen Räume aussehen, aber man kann es ja mal probieren. Okay. Okay. Das nenne ich mal einen stabilen Raum. Ja, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Shop noch besuchen.
Na, jetzt müssen wir auf jeden Fall den Shop besuchen. Und jetzt aber erstmal hier rein. Okay. Das ist ein Tears-Up. Das gibt blaue Herzen. Und es müsste ein zweites Seraphim-Item sein, wovon wir jetzt ja auch schon den Guardian Angel haben. So, in die Richtung geht es auch weiter. Das heißt, da kommen wir Richtung Shop. Muss ich, kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Ich will das da gar nicht sprengen. Ich will hier nur raus. Okay, die Grünen killen. Die Grünen killen, ohne zu viele Viecher zu verlieren, im besten Fall. Du kannst gerne mal ein paar Dinge erstellen. Oh Gott! Der Sohn sie. Okay, Resistance, sehr cool. So, Shop. Den kaufen wir direkt mal. Das kaufen wir direkt auch mal. Ich will jetzt zwar nicht getroffen werden, aber dann habe ich zumindest was davon. Und dann kaufen wir noch das Herz. Okay. Wir haben schon so ein Viech gesprengt und der sieht jetzt nicht aus wie einer, der mir Münzen geben würde. Von daher weiter. Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, will ich die unteren Räume da sehen oder direkt zum Boss gehen? Ich würde sagen, wir gehen Richtung Boss. Ich würde jetzt mir nicht noch anschauen, auch wenn ich nicht weiß, was dann da drin war, aber ich würde eher schauen, dass wir hier schnellstmöglich rauskommen. Scheiße. Nur weil ich viel Energie habe, muss ich jetzt nicht wieder unvorsichtig spielen. Und ich werde jetzt nicht Millionen Viecher erstmal wieder erstellen. Ich werde hoffen, dass wir... Ah, weil ich halt da meine Herzen dann eh wieder verliere. Das ist dann wieder Kacke. So. Aber ein paar Viecher muss ich erstellen. Ja, okay. Jetzt kann ich es mir auch leisten. Ich würde jetzt mal bis auf 2 rote Herzen runtergehen. Und hoffen, dass ich die nicht gleich alle verliere im nächsten Raum oder so. So. Okay, ist da ein spannender Stein dabei? Nein. Dann lassen wir das. Einfach nur Knopf drücken oder was? Okay. Das kann ich. Ja, wo hänge ich gerade? Okay, da war eine Lücke. Deswegen bin ich da gehangen. Die habe ich nicht gesehen. Mach dich weg. Ich werde hier schon wieder Viecher, ne? Die schießen alles ab hier. Okay. So, wir probieren unser Glück nochmal mit den Viechern hier. Schade. Oh, war ja furchtbarer Raum. Ja, leck mich doch am Arsch. So, je weniger es werden, umso besser. Und jetzt erstelle ich auch keine neuen mehr, weil da gehen wir jetzt einfach mit unserem normalen Schuss durch. Weil jetzt habe ich nämlich, seht ihr das? Ich habe jetzt effektiv 3 Herzen verloren. Das ist das Ding. Ich habe jetzt effektiv 3 Herzen verloren. Weil es ist keins mehr da. Von meinen erstellten 3 Herzen ist keins mehr da. Das ist halt Mist. Mist.
Ja, schon wieder der Scheißraum. Also nicht der Scheißraum, sondern schon wieder die gleichen Gegner. Wir machen erstmal die Viecher hier kaputt. Oh nein, das war blöd. Das war saublöd. Das hätte ich machen müssen, nachdem der Raum geklärt ist, weil jetzt muss ich die auf jeden Fall erst besiegen. Okay. Puh. Okay. Viech hat geregelt. So. Die machen Brimstone. Ja, ja, ja. Du machst keinen Brimstone mehr und du machst auch keinen Brimstone mehr. So, hier kann der Geheimraum nicht sein. Er wäre also hier denkbar. Gut, da du kriegst kein Geld von mir. Du bist viel zu greedy. Schauen wir mal, was der Boss kann. Ich weiß nicht, wo ich jetzt reingelaufen bin, aber ich wollte jedenfalls nicht da reinlaufen. Oh nein, der hat gar nicht getroffen jetzt. Okay. Vier Viecher erstellen. Und dann aber nicht noch mehr. So, sie macht hier schön die Gegner auf meine Seite. So, jetzt kommt er raus. Jetzt zieht er los. Das macht er zweimal, genau, zweimal macht er das. Okay, HP ab, nice. So. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch irgendwas hier tun in der Ebene? Nee. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Algis kann ich zum Mom nicht mitnehmen, weil ich ja Fool brauche. Aber ich werde Algis im Moment noch mitnehmen, weil vielleicht komme ich in den Raum, wo ich es nutzen muss. Man weiß es nicht, ne? So, erstellen wir noch ein paar Viecher. Ich habe ja ein paar blaue Herzen, aber es ist halt schon wieder riskant, Viecher zu erstellen. Okay. Mein Pokedings hat was erstellt, aber schaut, schaut euch die Scheiße an, ich habe halt schon wieder Viecher verloren. Und das sind meine Herzen. Ich verliere meine Herzen. Das ist nicht gut. Leider hat es jetzt den Kompass-Effekt nicht... Oh, nö, aber das... Okay, wir müssen in den Raum rein. Wir müssen den Raum machen. Weil hier ist die Fool-Karte. So. Schön, erstell mir mehr Freunde. Wow, 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 wow. Ach so. Er dachte auch so, ist es mein Gegner, ist es nicht. Okay. Wenn wir an Geld kommen sollten, haben wir einiges zu tun. Oh Gott. Uff. Uff. Das war ein Uff-Raum. Shop. Und eine gute, ein guter Platz für meine Puppe. Mach Rums. Sehr schön. Okay. Okay. Gut. Noch so eine.
Oh nee! Da ist einer in der Ecke gelandet und nicht mehr rausgekommen und wurde einfach zerquetscht. Ah, ist doch kacke. Das sind meine Herzen. Oh, nice. Sehr nice. So. Okay, ich habe auf den Kampf befürchtet, aber es kam kein... Bibel. Bibel ist mein Mom-Item. Die... Ich kaufe sie jetzt schon mal, aber ich nehme sie noch nicht mit, weil ich sie ja noch nicht einsetze. Ich setze sie jetzt ja noch nicht ein. Aber ich nehme sie schon mal mit. Oh Gott, ganz viele Herzen. Oh, wie viele Herzen sind denn da hier jetzt in der Ebene? In dem Raum. Gleich mal. Nein! Gleich mal alle Herzen loswerden. Okay. Damit ist doch die größte Gefahr des Raumes schon geklärt. Mann, die Dinger bleiben überall hängen und dann sind sie weg. Schisch. So. Okay, dann würde ich fast sagen, die Cartridge ist jetzt besser. Als das, was wir aktuell haben. Sammeln wir uns erstmal hier wieder in der Ecke. Jetzt sind nur noch die zwei, ne? Okay. Sollten wir doch hinkriegen, ohne noch mehr zu verlieren. Oh ja, erledige du den mal. Na, schade. Ein kurzes Vergnügen. So, hier sind so viele Steine. Ist da ein guter Stein dabei? Ich sehe tatsächlich keinen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier ab. Von hier aus würde es gehen. Von hier aus würde es auch gehen. Dann versuchen wir jetzt mal hier zu sprengen. Schade. Gefährlicher Raum für meine Viecher und damit auch für meine Herzen. Nee. Bossraum. Das ist jetzt nicht ganz, was wir bestellt haben. Da will ich noch nicht reinlaufen. Da will ich erst mit der Bibel rein. Aber wir können natürlich einfach den Boss jetzt schon mal machen, weil wir ja den Boss mit der Bibel machen. Also ist eigentlich egal, wann wir in den Bossraum reingehen. Das ist eigentlich true. Das ist eigentlich vollkommen true. Völlig egal, wann wir in den Bossraum reingehen. Wir machen den ja eben mit der Bibel. Oh. Oh! Das hätte wehgetan, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Okay, alles gut. Da ist noch ein cooler Stein. Dann versuche jetzt mal die Puppe so zu setzen, dass vielleicht hier oben der andere Geheimraum aufgemacht wird. Mit Glück. Okay. Gut. Dann zurück in den Shop, Bibel holen. Pool haben wir dabei. Das funktioniert.
Und dann müssen wir noch den Itemraum in der Ebene suchen. Und mit Glück kriege ich noch einen Engelraum zusammen. Wäre natürlich auch schön. So, also Bibel habe ich, Fool habe ich. Nur kurz kontrollieren. Alles cool. Da ist mein Engelraum. Da ist mein Negative. Blaues Herz kann ich nicht mal einsammeln. Ist aber in Ordnung. Stopp! Kann ich. Kann ich einsammeln. So, okay. Schild, 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 oder? Schild? Schild schon, ne? Wird schon sagen, Schild. Sind jetzt nicht die besten, geilsten Items gewesen, aber da würde ich schon das Schild bevorzugen. Okay, Fool und Abflug. So, jetzt haben wir das Negativ aktuell, das heißt, unser Damage ist stärker. Jetzt werde ich es natürlich noch nicht sofort einsetzen. Das wäre dumm. Können wir ja noch nutzen und damit den Rest der Ebene klären. Okay. Bombe ist hier nicht möglich, da drüben auch nicht. Also der Geheimraum müsste noch auftauchen irgendwo. Unter mir kann er auch nicht sein. Gehen wir jetzt mal hier runterwärts. Okay, haben wir schon mal einen Kumpel bekommen! Den Flatpenny brauchen wir nicht. Der würde mir nur Was ist explodiert? Ich weiß nicht, was gerade explodiert ist, aber irgendwas ist explodiert. Okay. Ja, also von hier aus wäre es mit dem Itemraum möglich. Geheimraum. Von hier aus auch. Dann ist er ziemlich sicher da. Dann ist er ziemlich sicher dort. Oh. Oh, tschüss. Hätte ich jetzt zwar versuchen können, hier hochzulotsen, aber naja. Ach so, ich wollte meine Puppe lade ich gerade gar nicht auf. Scheiße. Ich muss meine Puppe zurückholen. Oder will ich die Bibel behalten und fliegen können für weitere Sachen? Ich glaube, wir behalten die Bibel. Ich glaube, wir behalten die Bibel. Ja, doch, ich würde auch in Hinsicht auf so Sachen wie Curse Room und so behalten wir die Bibel. Doch, ich glaube, das ist besser. Okay, so, also hier könnte der Geheimraum sein. Da gibt es eine Aufladung. Die nützt mir aktuell nichts. Sind hier nur die Viecher? Sonst nichts. Das heißt, es ist komplett gefahrfrei, die anzugreifen. Also außer halt, dass man durch die Stacheln laufen muss. Aber das ist ja genug Möglichkeit, sage ich mal, um da durchzulaufen. Zumal es jetzt eh die Türen geöffnet hat. Weil das Spiel hat einfach gemerkt, der Raum ist dumm. Okay, gut. So, hier ist jetzt richtig viel los. Aber nur zwei Gegner, wenn ich es richtig sehe. Das klären wir, ohne dass ich angegriffen werde, genau. Genau.
Okay, wir haben ja eh den goldenen Schlüssel. Das heißt, ich gucke jetzt erst in den... Jetzt kriege ich dich. Weißt du, wo kein Haufen mehr übrig ist? Vorsichtig. Die vier. Die vier rerolled Items. Die vier rerolled Items. Und das ist gut. Das ist gut. Weil wenn im Itemraum jetzt Scheiße drin ist, wird es rerolled. Und das Item, was wir jetzt noch im Shop liegen haben, wird auch rerolled. Oh, wir haben keinen Curse Room auf der Ebene. Ah, guck mal, habe ich gar nicht... Auch interessant. Okay, was bist du denn? Ich kenne dich, aber ich kann dich nicht zuordnen. Tut mir leid. Big Chubby. Familiar that follows Isaac and charges forwards very slowly, dealing 2,7 damage per tick to an enemy it comes into contact with. Okay, also der macht Schaden. Der macht Schaden, aber das klingt doch ganz okay. Bevor da Müll draus wird, würde ich den Kollegen mitnehmen. Bevor da Müll draus wird, würde ich den Kollegen tatsächlich mitnehmen. So. Und dann, jetzt wenn wir aber auf... Ja, Moment, stopp, halt. Bevor ich rerolle, muss ich mir jetzt BFF kaufen. Ganz wichtig. Weil wir setzen gerade auf Familias und dann wäre es natürlich schlau, wenn die Familias auch entsprechend stärker werden. Also bevor ich jetzt hier irgendwas rerolle, muss ich auf BFF setzen. Das heißt, wir müssen hier einmal sprengen. Der hat sogar auch Geld gegeben. Und dann einmal BFF kaufen. Und das ist jetzt nämlich das Ding, was ich jetzt rerollen kann. Na? Das kann ich jetzt nochmal rerollen. Weil wir müssen jetzt halt nochmal hin und her laufen, es tut mir leid. Aber dafür kriegen wir hier dann noch ein neues Item. Vielleicht. Vielleicht ist es auch ein anderes Baseball-Item, was ich gegen die Bibel nicht ersetzen wollen würde. Werden wir sehen. Aber dann haben wir danach alles jetzt mitgenommen und gemacht und sind fertig. Ich muss hier nochmal die Steine kurz durchschauen. Ich habe das Gefühl, ich habe die Steine nicht gründlich genug angeschaut. Ich wieder Kopfschmerzen danach, wenn ich die Steine so anstarre. Sehe ich jetzt schon kommen. Gar keinen Bock. Nee. Und hier? Nee. 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 Okay. Jetzt müsste das Item im Item rerollt worden sein. Wir gucken mal, was draus geworden ist. Oh, bitte, geht doch. Nicht jetzt so, dass ich jetzt das gekauft hätte, wenn ich es bekommen hätte, aber so... Ist okay. Ne? Gut. Dann jetzt müssen wir leider unseren Damage wieder abgeben, was sehr weh tut. Aber es hilft halt nichts. Dafür hoffe ich, dass unser Big Chubby Kollege, dass der seine Aufgabe gut machen wird und Gegner besiegen wird, bevor sie mir Probleme bereiten. Wir werden sehen. Ich fühle mich absolut nicht vorbereitet für einen Beast- oder Dogma-Kampf. Also, da bin ich noch ganz weit entfernt von. Ach, schicke ich den los? Oh, ich muss mit dem schießen. Ich dachte, der macht es automatisch. Ah, okay. Ich schieße den los. I see. Ich meine, wir haben genug Schlüssel, aber wir haben leider nicht genug Bomben. Also muss ich jetzt
vorsichtig sprengen. Empress, auch geil. Jetzt habe ich schon das Problem, dass ich jetzt nicht beides mitnehmen kann. Das ist jetzt schon Mist, dass ich nicht beides mitnehmen kann. Okay. Also erstmal Algis für hier, weil vielleicht geht irgendwas schief. Dann ist Algis hier die bessere Wahl und dann haben wir hier aber auch noch Empress. Wir haben auch weiter oben noch Devil abgelegt. Uff. Uff, Leute. Uff. So, wir müssen irgendwas Bombentechnisches finden. Wir brauchen mehr Schaden, ey. Es ist ja furchtbar. Es ist ja absolut furchtbar, was wir an Schaden haben. Also gar nichts haben wir an Schaden. So, da müssen wir rein. Da werden wir aber auch jetzt die Bibel dafür nutzen. Dafür habe ich sie, ja. Dafür habe ich sie, ja. Achtung, Verwandlung. Oh nö! Das hat. Okay, es hat eine Bombe gebracht. Und die Bombe hat so gesehen auch jetzt. Ich meine, ich hätte woanders bestimmt noch eine Bombe bekommen. Aber die Bombe war schon mal sehr wichtig. Auch wenn jetzt natürlich eine andere Bombe auch genau das gleiche, den gleichen Effekt hatte. Hätte gehabt, hätte. Ach, ihr wisst, was ich sagen will. Was? Muss nur zu dem Schalter hin, ne? Ah, wir machen erstmal ganz kurz das Feuer weg. Kann der auch Feuer wegmachen? Kannst du. Guck mal, kannst du das Feuer wegfuttern? Oh, habe ich selber weggefuttert. Ja, okay. So, also, ich muss einfach immer wieder durchlaufen, wenn die Dinger halt weg sind. Ja, okay, easy. Und wir brauchen nochmal eine Bombe. Okay, merken. Hier brauchen wir nochmal eine Bombe. Ja, stell mal kurz ein paar Viecher. Zumindest zwei Stück. Hä, wieso drückt sie denn jetzt so weg? Wo wollten die denn? Okay. Ist mir zu riskant, an die Karte ranzugehen. Okay, sehr schön. Bomben. Gleich die Truhe öffnen, bevor ich das vergesse. Okay. Okay, das weiße Herz lassen wir erstmal liegen. Wobei, das kann ich eigentlich mitnehmen. Also ich werde jetzt nicht alle blauen Herzen verlieren, bis das weiße Herz angegriffen wird. Okay, stopp. Stopp, 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 stopp. Die Viecher... Ich muss mal ganz kurz meinen Uranus loswerden. Saturn loswerden. Kann das mal... Okay, danke. Weil ich muss hier eine Bombe setzen, dass die mir hier den Weg macht. Bevor die das zerstört wird. Nein, aber dann ist der Weg jetzt schon zerstört. Ah, ich komme mit der Dings hin. Ich komme mit der Bibel zum Glück hin. Never mind. Ich komme mit der Bibel noch hin. Okay, wenn die Bibel aufgeladen ist, müssen wir uns noch die andere Truhe holen. Ich finde es krass, wie wenig Kampfräume wir bisher hier hatten, aber es soll mir recht sein. Überhaupt nichts dagegen. Was ist passiert? Wer wird jetzt dafür sorgen, dass die stillstehen? Das will ich aber gar nicht. Insofern passt es. So, einmal Bibeln. Ja, wie gut, dass wir die Bibel mitgenommen haben. Mensch, wenn ich die Bibel nicht dabei hätte. Puh. Aber er hätte halt auch was ganz anderes drin sein können. Ne? Wir wissen es. Hier sind jetzt alle Räume, die ich noch brauche. Alle Räume, wegen denen ich unterwegs bin, bis halt auf den Bossraum.
Okay, da warten wir das zweite Item ab. Das erste ist schon mal gut. Aber wir können das zweite... Ah, mein Gott. Die Kerze. Ich glaube nicht, dass ich die Bibel noch brauche für spätere Geschichten. Deswegen würde ich die Bibel jetzt abgeben. Ich glaube, die Kerze ist insgesamt nützlicher für alles, was noch kommt. Also definitiv ist die Kerze noch nützlicher für alles, was noch kommt. Lasst mich nur ganz kurz nochmal dieses Pillending nachschauen. Ich glaube, das ist es, dass alle Karten zu Pillen werden oder so, ne? Und das will ich eigentlich nicht, weil ich gerade Karten gespeichert habe, wie zum Beispiel Devil und Dings für Notfälle. Also will ich da eigentlich jetzt keine Pillenverwandlung haben. Aber lasst mich das Item ganz kurz nachschauen. Ich gebe mal Pill ein. Ich glaube, dann müsste ich es finden. Ja, da ist es. Little Baggy. Erlaubt mir zwei Pillen zu halten, aber changes all card and rune drops into pills. Das Blöde ist, ich sehe halt nicht, was für Pillen es sind. Das ist das... Ich weiß halt leider nicht, was für Pillen es sind. Ich meine, ich hätte die Chance auf Dings, ne? Auf Perks. Und Perks wäre insane. Aber ich weiß halt nicht, ob ich Perks bekomme. Und so hätte ich halt jetzt noch sowas wie Elgis. Und Elgis würde ich eigentlich schon gerne... Ich glaube, Elgis wäre mir sogar lieber, als alles andere, das bei Dings einzusetzen. Ja, es hilft nichts. Es hilft nichts. Ich denke, so ist es am besten. Mit dem Item dort warten wir, wie gesagt, noch. Jetzt müssen wir noch den Bossraum finden. Joa. Aber auch so, je mehr Möglichkeiten ich habe anzugreifen, die nicht meine Viecher... Ja, das ist jetzt halt auch dumm. Also das war ja richtig blöd. Aber je mehr Möglichkeiten ich habe anzugreifen, die nicht meine Viecher sind, umso besser. Deswegen ist die Kerze schon sehr nützlich hier. So, da ist der Bossraum. Ich habe nur eine Bombe. Also ich überlege noch wegen Geheimraum. Kann ich Räume ausschließen? Ich kann die Lücke hier ausschließen. Kann ich... Okay, die Lücke kann ich schon... Wobei, weiß ich noch nicht. Muss mir noch das blaue Herz hier unten holen. Ah, da wäre schon mal eine Möglichkeit für den Bossraum. Nee, Quatsch, wäre nicht. Der Itemraum verhindert, glaube ich, das da, oder? Lass mich noch mal ganz kurz in den Itemraum gucken. Der war doch... War da nicht an der Seite Zeug? Ah, nee, nicht wirklich. Ja, dann wäre es möglich. Wir probieren es aus. Schade. Ah, da waren wir noch nicht. Das wollte ich so überhaupt nicht. Alter! Ich komm nicht ran an den Typ. So. Das hat zwar ein bisschen wehgetan, aber musste leider sein. Aber ich habe ja ein Schild, also eigentlich müsste ich ja klarkommen. Danke. Oh, ein Half Up? Ja, okay, können wir machen. Können wir machen, weil warum nicht? Können wir machen. Gut. Leider keine Bombe bekommen, das war eigentlich mein Ziel. Ah, da ist noch ein Raum. Ah, das sind noch mehr Räume. Oh, Bomben! Aber Problem... Ja, aber... ja, aber da kriege ich halt garantiert... Na, wobei, kriege ich garantiert was, ist ja dumm. Das war ja dumm, da habe ich jetzt nicht... Wir gucken erstmal weiter. Ob wir nur noch... Ja, es war ein Scheiße. Okay, das ist auch ein sehr interessanter Raum.
Hä? Ach, ich kann da nicht. Oh, lol. Ah, das geht nicht weg. Das ist ja auch frech. Okay, die Bombe habe ich mir noch schnell geschnappt. Wir probieren erstmal den Geheimraum. Er, okay, da kann er schon mal nicht sein. Es gibt nämlich viele Möglichkeiten, ihn auszuschließen. Hier wäre möglich. Ja, hier ist denkbar. Treffer versenkt. Oh, guter Geheimraum. Vielleicht. Definitiv guter Geheimraum. Ah, wobei, ich kann jetzt keine Viecher erstellen, weil der mir das weiße Herz als erstes nimmt, ne? Nimmt der das weiße Herz als erstes? Scheiße. Sumptorium. Hol mal schnell das weiße Herz zurück. Was genau hat jetzt wehgetan? Irgendwas hat mir Schaden verursacht. Was hat mir gerade Schaden verursacht? Hä? Ich habe irgendwas verpasst. Egal. Okay, ciao. Gut. Da liegen jetzt noch Herzen, aber ja, wie gesagt. Kann ich nicht mal machen. Okay. Jetzt haben wir aber tatsächlich genug Bomben, um zu gucken, ob es wert ist, hier oben über die Stacheln zu laufen. Kommen die Truhe über das Ding hier drüber? Nee, aber die Items kommen über das Ding hier drüber. Das nenne ich stabil. Okay. So. Stopp. Dann kommt auch die Karte zu mir. Nein, kommt sie nicht. Schade. Okay. Aber der Schlüssel kommt. Ja gut. Der kommt eh zu mir. Da war nichts weiter. Hier waren wir noch nicht drin. Dann können wir da jetzt auch noch schnell reingehen. Dann haben wir wirklich alles gesehen. Wir nehmen noch einen Schlüssel mit. Naja, falls wir einem Schlüsselbettler begegnen, ist es okay. Frage ich mich nur, will ich jetzt lieber den Magneten vielleicht mitnehmen? Nee, oder? Die Cartridge sorgt doch dafür, dass wenn ich getroffen werde, ich mich verwandeln kann in das Gamekit, richtig? Und wenn ich mich in das Gamekit verwandle, dann kann ich damit Gegner essen und dann geben die mir auch Herzen. Also das ist doch eigentlich, was ich will. Genau. Nee, dann nehme ich das Gamekit schon mit. Also die Cartridge. Ah, wir können die Karte aber raussprengen. Wenn der eine Raum offen ist, bringt er mich dann in den anderen Raum vielleicht? Nein, er bringt mich in den, wo ich schon war. Okay. War ein Versuch. It was worth a try, I'd say. Oh Leute, ich bin aufgeregt. Ich hab halt, also, die Art, wie wir ausgerüstet sind, ist für mich nicht dogmatauglich. Leider, muss ich gestehen. Ich bin da sehr kritisch gerade, was das alles angeht. Also wirklich sehr, sehr kritisch. Wir kaufen mal noch eine Bombe und dann hauen wir ab. Wir haben noch diesen Itemraum hier, darf ich nicht vergessen. Ne? In den muss ich nochmal rein. Ich kann mir dann das Messer holen, wenn nichts Besseres da ist, aber vielleicht ist auch noch was Besseres da. Und wir haben noch den Itemraum in Basement 1 und Basement 2. Auch da haben wir noch Items, die wir bekommen. Auch das darf ich nicht vergessen. So, jetzt kriegen wir erstmal unser HP ab. Richtig und wichtig. Auch wenn ich noch nicht verstehe, warum ich in dem einen Raum einfach das blaue Herz verloren habe. Irgendwas ist da passiert, was ich nicht verstanden habe. So, und jetzt versuchen wir mit möglichst wenig Erstellen von Viechern hier durchzukommen.
Sehr schön. Ah, das Feuer ist so gut. Das Feuer ist schon stark. So, jetzt kann ich Viecher erstellen. Jetzt kann ich 3 erstellen und die sind völlig gratis, weil ich die Herzen zurückbekomme. Das ist, glaube ich, der einzige Moment, wo man Viecher erstellen sollte. Ich glaube, das ist der einzige Moment, wo man Viecher erstellen sollte. Wenn man keinen Schaden davon nimmt. Ich glaube, ansonsten sollte man es einfach nicht machen. Weiß es nicht. Da will ich noch nicht hin. Ich will erst den Itemraum finden. Okay, da ist er. Oh shit, ich muss die Viecher kaputt machen, nicht das da oben. Habe ich zu spät gerafft, jetzt kann ich wieder 2 erstellen. Und das andere Item, nee, dann ist das Herz besser. Das Messer. Ich weiß nicht, was ich laber. Aber ist okay. Und jetzt gehen wir weiter. Jetzt haben wir alles Wichtige gemacht, na gut. Die einzigen 2 Geschichten, die eben wichtig sind, wären... Und jetzt vor allem das Messer in Kombination mit Algis für Dogma. Ich hoffe, damit mache ich ordentlich Schaden. Ich hoffe, damit mache ich schön viel Kontaktschaden dann. Also ich würde wirklich Algis mitnehmen. Ich würde wirklich Algis mitnehmen. Okay, drückt mir die Daumen, dass wir aber erstmal hochkommen. Spiele ich schon 1,5 Stunden? Scheiße. Schon wieder 1,5 Stunden. Fuck, es ist doch nur ein Beast One. Der geht doch eigentlich schneller. Scheiße. Oh, da habe ich nicht aufgepasst, aber zum Glück ging es gut. Das ist halt schön. Wenn jetzt noch so viele Herzen und so spawnen, dann haben wir auch noch Viecher dabei. Das ist voll in Ordnung. So. Ich glaube, in dem Itemraum ist nichts weiter drin, was wir brauchen könnten. Achso, ich Dummkopf, ich habe die Kerze. Die ist so wichtig, die ist so wichtig, die ist so wichtig. Die Kerze ist so freaking wichtig. High Priest, das nützt mir nichts. Ja, doch, die Katze ist schon super. Ich habe immer Angst, auch wenn es meine sind, auch wenn da Herzen dran sind, ich habe da immer irgendwie Angst, dass die mich treffen. Das fühlt sich so komisch an, wenn die anfangen zu schießen auf mich. Das fühlt sich ganz komisch an, aber es ist... Oh mein Gott, oh mein Gott. Wahrscheinlich würden jetzt manche sagen, nimm das zum Boss mit. Aber ich nutze es jetzt, um einfach alles zu erstellen an Viechern. Ich will lieber mit Resistance dann bei Dogma sein. Ich hoffe, dass das gut geht. Und dass ich jetzt nicht in irgendeinem Raum alles verliere. Das wär komplett dämlich, wenn ich jetzt in allem Raum alle Viecher verliere. Ich meine, sie sind zwar eh gratis gewesen, effektiv, ne? Aber das wäre halt super dämlich, wenn das passieren würde. Okay. Okay, wir gehen direkt weiter. Sehr schön. Sehr schön. Hier müssen wir auch nichts weiter tun. Direkt weiter. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, meine Nerven. Wäre irgendwie cool, wenn man so einen Count hätte, wie viel von den Viechern man gerade hat. Ach, ich habe gehofft, das ist der Raum direkt in den... Ich muss durch den großen Raum. Na gut, hilft nichts. Wenn es machbar ist, würde ich mich einfach durch den großen Raum durchsprengen. Mal gucken mal. Naja, der Raum müsste spielbar sein. Ah, die machen... Wo ist er überhaupt? Wo geht's überhaupt weiter? Ich sehe gar nicht. Okay, da geht's weiter. Waren wir im Itemraum hier drin? Ja, ne? Ich denke schon. Ja, aber da können wir nochmal sprengen und hoffen, dass was rauskommt. Schwarze Herzen oder so. Das ist kein schwarzes Herz. Okay.
Jetzt haben wir schon zwei von den Brimstone-Dingern. Das ist auch cool. Aber ich merke gerade gar nicht, ob wir Viecher verlieren oder nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Viecher verlieren in jedem Raum. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass die nie getroffen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Nächste Ebene. Ich glaube, jetzt kommen wir schon in die Caves. Ja. Cave 2 haben wir auch noch den Itemraum mitgenommen, soweit ich weiß. Also den müssen wir jetzt nicht unbedingt suchen. Zwingend. Zwei große Räume. Naja, so halb große Räume. Sehr schön. Sehr schön. Mehr Viecher für mich. Okay. Ah, es geht nicht mal weiter hier. Dumm. Hab ich gar nicht gesehen, siehst du? Oh mein Gott, wir können noch viel mehr erstellen. Ich glaube, die Pille, da hatten wir sogar schon mal. War das nicht die HP-Up? Ist das nicht die HP-Up-Pille? Wartet mal kurz. Yes. Nice. Das ist frech gewesen. Yo. Wahrscheinlich hätte ich es erst wegfliegen lassen müssen, so ein bisschen, ne? Aber das war ja frech. Zum Glück hat der jetzt nicht die ganzen Viecher so auf einmal reduziert, so als wie wenn der einmal da durchrasselt. Das hätte nämlich passieren können, theoretisch. Uff, okay. So, ich glaube, in der Ebene haben wir dann das Planetarium gefunden. Das heißt, hier dürfte es auch noch sicher sein, zu sagen, wir brauchen den Itemraum noch nicht suchen. Ah, okay, da wäre jetzt eh. Oh, das hat jetzt böse reduziert. Würde ich mal vermuten. Ich sehe es ja nicht. Deswegen wollte ich so eine Anzeige gerne haben. Ja, hier haben wir alles. Brauche nur den Ausgang. Nicht du schon wieder. Shit! Das hat jetzt richtig... Diesmal habe ich es gesehen. Das hat reduziert. Aber ich kann es nicht ändern. Okay. Hier geht es leider weiter. Sonst hätte ich mich jetzt wieder zurückgesprengt. Aber hier geht's weiter. Ich weiß halt nicht, ob oder ob nicht. Ja, war der richtige Weg. Sehr schön. Dann ab nach oben. Jetzt kommt, glaube ich, der Raum mit den Karten. Genau. Da hatten wir das Ace of Clubs. Was alles in Bomben verwandelt, braucht man nicht mehr. Wheel of Fortune können wir jetzt noch einsetzen. Und ums blaue Herzen zum Beispiel erspielen. Oder ein noch besseres Trinket. Irgendwas. Das will ich nicht. Wobei... Also, ich meine, was macht denn Tick nochmal? Tick reduziert doch die Boss-Energie. Hä? Heißt es nicht Tick? Kann ich nicht richtig schreiben? Ah. Achso, nur Tick. Ich habe da Tick geschrieben. Genau. Nimmt 15% Energie vom Boss. Man kann es halt nicht mehr verlieren, wenn man es einmal aufgesammelt hat. Man kann es halt nicht mehr verlieren, wenn man es einmal aufgesammelt hat. Aber... Ich glaube, es wäre besser als Game Kit. Ich bin mir noch unschlüssig. Das ist alles, was mir die Maschine gegeben hat. Tick. Ich würde jetzt erstmal noch Game Kit mitnehmen und dann mal gucken. Der Will ist jetzt halt auch Geschichte, weil ich einiges mitnehmen will. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl.
Ich bin mit allem sehr, sehr unschlüssig, muss ich gestehen. Mir fällt auch gerade ein, wir können ja oben, dürfen wir ja im Bett schlafen. Das heißt, wir können dann nochmal mehr Viecher erstellen. Wäre es vielleicht doch geiler, Devil mitzunehmen und damit einfach durchzurassieren? Ist das vielleicht effizienter? Weil Devil beim Beastkampf wäre schon cool. Elgis ist halt... Ich glaube, das wäre besser, wenn wir beim Beastkampf dann Devil komplett durch hätten. Und vorher halt versuchen, so viel wie möglich, so schnell wie möglich Dogma rauszunehmen. Und bei Dogma haben wir halt die ganzen Viecher noch. Und zwar richtig viele Viecher. Weil ich die durch das Bett nochmal komplett alle restoren kann. Und über Elgis würde ich wahrscheinlich alle Viecher verlieren, weil ich da ja an Dogma rangehe. Ich glaube, ich gehe doch auf Devil. Ich glaube, ich gehe doch auf Devil. Ich glaube, ich gehe doch auf Devil. Ich meine, wir kommen jetzt ja eh nochmal in zwei Itemräume rein. Also... Aber jetzt würde ich im Moment, würde ich doch fast lieber Devil nehmen. Da ist der Itemraum, wir kommen direkt hin. Sehr schön. Ja, du kannst ruhig abhauen. Aber das nützt dir nichts. Oh Leute, wenn das jetzt klappt, dann haben wir 2 Stunden nicht umsonst aufgenommen. Aber die 2 Stunden allein sind schon kritisch genug. Gott! Ich wollte doch sowas cliffhangern, aber ich kann doch jetzt nicht cliffhangern. Also ich kann doch hier... Das ist... nee. Beim Cliffhangern fühle ich eigentlich nur, wenn ich halt schon irgendwas erreicht habe. Wenn man sagen kann, okay, der Part hat irgendwo einen Sinn. Okay, ich habe keine Ahnung, was du bist, aber du siehst gruselig aus. Das müssen wir uns kurz anschauen. Haben wir Bild? Ich hab so einen Bammel, dass hier irgendwas schief geht. Das ist bestimmt ein Repentance-Item. Ich habe das noch nie... Also das habe ich wirklich effektiv noch nie gesehen. Außer ich habe es schon mal gesehen, aber ich kann mich nicht erinnern. Nee, das muss Repentance sein. Das ist eine Kugel, aus der ein Geist rauskommt. Ja, genau da. Was bist du? Haben wir freigeschaltet, als wir The Beast mit Lazarus besiegt haben. The first time you get hit in each room instead of taking damage, Isaac will temporarily die and become the lost? During this effect, time stops for 3 seconds, allowing you to escape and get a few extra shots in. Isaac returns to his body if you either clear the room or take damage while as the lost. Also ich habe einmal Schutz. Das ist, was es mir sagen will. Ich kann, also ist auf jeden Fall zu mitnehmen. Okay. Es klang jetzt etwas gruselig, zu Lost zu werden. Aber wenn ich dann als The Lost getroffen werde, dann werde ich einfach wieder zu mir zurückverwandelt. Das klang etwas gruselig, dass man stirbt beim ersten Hit. Das klang so nach, ich möchte das nicht. So, jetzt schnell den Schluss von der Ebene hier suchen und finden. Pille. Was kann schlimmstenfalls passieren? Tears down. Tears down wäre das Schlimmste. Ich kann mit Health down kann ich leben. Ich kann mit Bad Trip leben. Tears down wäre das Schlimmste. Bitte kein Tears down. Tears up ist natürlich noch viel besser. Oh Gott, ja. Okay. Das war kein Tears down. Okay, das ist noch mehr die Bestätigung für mich, dass wir auf Schüsse gehen und dass wir somit nicht Algis mitnehmen, sondern Devil. Das ist noch mal mehr für mich die Bestätigung. Weil, schaut euch an, was wir alleine jetzt schon nur mit vielen Schüssen erreichen. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Okay. Ich wollte noch sagen, wir können natürlich jetzt noch das Geld an der Maschine oben ausgeben. Aber jetzt haben wir hier natürlich noch was anderes, wo wir das Geld ausgeben können.
Vielleicht kriegen wir noch ein HP ab. Das wäre natürlich noch besser. Sehr, sehr, sehr schön. Oh, Vorsicht, ich habe hier einen Knopf gedrückt, sodass ich jetzt auf Symptorium bin. Ich will als erstes die Karte auslösen. Nicht Symptorium, auf keinen Fall Symptorium auslösen. Okay, du machst einen Abflug. Die reduziert auch ganz schön. Die hat ganz schön reduziert. Na, also merkt man schon. So. In eine Richtung ist wahrscheinlich der Raum zu Ende. Das war er nicht. Aber hier kriegen wir nochmal eine schöne Karte. Karte, Truhe. Ah, shit! Das war jetzt dieses, du stirbst beim ersten Mal, lull. Das sah ja echt interessant aus. Okay. So. Sehr schön. Und hier ist dann Schluss. Hier ist Schluss. Okay. 21 Münzen sind natürlich etwas, wo wir nochmal an die Maschine gehen, denn wir können zum Beispiel noch zwei blaue Herzen auffüllen. Wir können immer noch ein besseres Trinket finden. Ich meine, Cancer würde ich sofort lieber mitnehmen. Gar keine Frage. Ne? Vorsicht wegen Tick. Okay, Strange will ich nicht mitnehmen. Tower-Fragezeichen. Was machst du? Tower-Fragezeichen. Spawn 6 Clusters mit Rocks und Objekten, die normalerweise in dieser Ebene auftauchen. Blockiert aber keine Türen. Bei Steinen ist es sehr wahrscheinlich, dass es markierte Steine werden. Oha. Also auf jeden Fall einsetzen. Haben wir irgendwo einen größeren Raum, wo man das machen kann? Ja. Haben wir. Und zwar hier. Let's see what you do. Ah ja. Also da haben wir einen Tinted Rock. Ja, krass. Wir haben einen Tinted Rock bekommen, okay. Und dieser eine Tinted Rock gibt mir eine Bombe zurück. Na, das ist ja stabil. Aber okay, hätte besser... Also, war ja einfach nur gratis. War mal interessant zu sehen. Wir können auch hoffen, vielleicht sind hier irgendwelche Items drin in den Töpfen. Da gibt es ja auch dieses coole Item, was diesen Effekt hat. Und wir haben ja eh Bomben, also kann ich es auch sprengen. Okay, dann nicht. War ein Versuch. So. Vorsicht wegen Tick. Was ist das denn? Ich habe das schon oft gesehen, aber ich kann es überhaupt nicht zuordnen. Ich kann es überhaupt nicht zuordnen, was das für ein Trinket ist. Ist auch ein Repentance-Trinket in jedem Fall. Und zwar haben wir das freigeschaltet, als wir Isaac, als wir mit Tainted Samson die normale Runde gemacht haben. Also bis zu Chest und bis zu Darkroom. Spawns a random chest after completing a regular challenge room. Spawns a pedestal item after completing a boss challenge room. Ah, okay. Ist cool, nützt mir jetzt aber nichts mehr, weil es gibt keine Challenge-Räume mehr. Also jetzt ist es nutzlos, ansonsten cool. Ich kann es mal kurz aufheben, aber es nützt mir leider nichts. Nice. Deswegen habe ich das gemacht. Oh, noch so eine Karte. Ah, okay, das ist wieder Cherry-Fragezeichen. Das können wir nicht gebrauchen, leider. Gut. Dann weiter im Programm. Was war? Hier war nichts mehr. Ein Itemraum haben wir noch vor uns. Ich glaube, wir machen die 2 Stunden voll.
Tut mir leid. Wo waren jetzt der Ausgang? Da oben, ne? Okay. So, habe ich alles? Ich habe Devil dabei. Ich habe meine Kerze noch. Ich habe das Cartridge. So wollte ich hier rausgehen. Dann gehen wir so auch hier raus. Okay. Also, wir haben unsere Strategie geändert. Aufgrund der Tatsache, dass ich ganz viele Viecher generieren kann und ich hoffe, dass wir damit normal durch den Dingskampf kommen und dann bei Beast dann die Devil-Karte gesetzt wird. So müsste das mein Plan sein und hoffentlich funktionieren. Wir werden sehen. So, jetzt müssen wir den Itemraum finden. Es werden immer weniger Viecher. Also die ich alle über Sun erstellt habe, sind fast schon alle weg. Das ist krass. Oh, Vorsicht mit den Töpfen. So. Itemraum. Okay, Vorsicht mit den Dingern. Gut, alles geklärt. Alles geklärt. Sehr schön. Nochmal richtig viel Kohle hier. Sollten wir noch irgendwas finden, in Bettler oder so? Cool. Ja, okay, können wir einfach mitnehmen. Haut jetzt mich nicht um, aber ist halt ein zusätzlicher Schuss. So, und durch BFF ein bisschen stärker auch. Okay, wir brauchen einen Einzelraum, der führt mich raus. Okay. Für den Fall, dass wir noch irgendwas finden mit Geld, werde ich schon mal mitnehmen. Ich laufe lieber nicht zu nah an die Stachel ran. Okay, du bist kein Problem. Easy Raum. Sehr schöner Raum. Oh, da muss ich, ja, da können natürlich Töpfe rauskommen. So. Ich glaube, das ist mein längster Eve-Run überhaupt bisher, glaube ich. Okay. Aber der Raum ist schnell geklärt. Gar kein Problem. Alles easy. Da ist der Lichtstrahl. Wir sind raus. Alles klar. Abflug. Wir haben hier nichts mehr zu tun. Wait, ist da ein weißes Herz? Hä? Habe ich was übersehen? Da ist ein weißes Herz. Bin ich blind? Oh mein Gott! Wo kommst du denn her? Sorry, dass ich dich übersehen habe. Huch! Da hättet ihr aber jetzt wieder geschrien. Oh, gut. Danke, dass es auf der Karte angezeigt. Meine Herren. Das, wenn ich wieder übersehen hätte jetzt, ne? Da wäre wieder was los geworden. Oh Gott, da wäre wieder... Will ich gar nicht wissen, was da alles los gewesen wäre. Okay, jetzt können wir erstmal richtig... Also jetzt können wir richtig viel erstellen. Ich darf gar nicht vorher an das Bett ranlaufen. Das ist ein bisschen gefährlich. Das erstellen wir erstmal. Das dauert jetzt eine Weile. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ich habe ein bisschen Angst, das Herz am Bett einzusammeln. Also, was heißt Angst? Angst ist übertrieben. Junge! So, ich darf nur jetzt nicht das blaue Herz angrabbeln. Okay, stopp! Okay, perfekt. Und stopp. So. Nee, jetzt setze ich keine Pille mehr ein.
Die Tirsa-Pille haben wir gefunden. Jetzt setze ich keine mehr ein. Weil wenn es nachher noch ein Tiers down ist, dann wäre es saudumm. Okay, Bottle of Pills. Das ist jetzt, haben wir irgendeine davon schon mal gehabt? Das ist nochmal Tirsa! Komm zu Papa. Okay, setz keine andere ein. Alles gut, alles cool. Alles cool, die anderen bleiben da liegen. Drückt mir die Daumen, dass ich Dings jetzt nicht versaue. Ich glaube, wenn ich durch... Hier, weißt du schon. Wenn ich durch... Dogma durchkomme. Ich glaube, dann sollte es passen mit genug Herzen. Wenn ich mit genug Herzen durch Dogma durchkomme. Weil ich kann ja über Sumptorium auch mir die Viecher hier wieder kurz zurückgenerieren. Sollten dann ein paar übrig bleiben mit Herzen. So. Also, wir gucken mal. Ich will jetzt noch nicht Devil einsetzen. Ich will durch den Kampf noch ohne Devil kommen. Oh Gott, es muss jetzt gut gehen. Ey, wir spielen 2 Stunden. Das muss jetzt bitte klappen. Ich hab gar nicht passiert, was... Meine Viecher mal mit dem Binnen mitkommen. Okay, okay. So, wie sieht es jetzt aus mit Energie? Ich meine, die Viecher halten so ein bisschen auf, das ist klar. Aber ich will die ja nicht alle verlieren jetzt. Ich habe kaum noch Viecher. Also okay, wir haben Dogma. Dogma ist down. Jetzt einmal Devil einsetzen und dann gucken, wie wir mit den Viechern weiterkommen. Aber der hat ganz schön reduziert. Der hat böse reduziert, meine Herren. So, Devil. Und los. Nichts Neues erstellen. Wir brauchen die Viecher. Wir brauchen die Herzen. Nichts Neues erstellen. Das darf ich auf keinen Fall machen. Na, meine Viecher sind schon weg, ne? Hm. Oh, shit! Hi. Also wichtiger wäre es, Energie zu behalten. Ey, ich verstehe nicht, wie ich da treffen kann in dem Moment, in der Phase. Der bewegt sich nichts in der Phase. Die habe ich nicht verstanden. Keine Ahnung. Die ist komisch. Diese Todesphase. Zu wenig, also ich hab nicht so krass Angriffskrams. Muss ich leider sagen. Aber ich muss ja auch nicht so schnell, also es muss ja nicht alles schnell laufen. Ich habe ja Zeit. Ich darf halt nur nicht getroffen. Herzen, 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 Herzen. Das ist genau der Grund. Das ist genau der Grund, warum ich das mitgenommen habe. Genau das war der Grund. Genau solche Geschichten.
dass ich Energie bekommen kann. Oh Gott, gut, dass der diese Viecher spawnt und in dem Moment wir Gamekit bekommen haben. Scheiße! Nicht da rein. Oh Gott, das war so wichtig, dass wir da gerade Gamekit bekommen haben, ne? Okay. Boah. Boah, müsste ich eigentlich gut ausweichen können. Also eigentlich weiß ich ja, wie der funktioniert mittlerweile. Scheiße, was? Mann, was habe ich jetzt gemacht? Dumm. Dummes Zeug. Jetzt kommt gleich seine freche Phase, wo ich noch nicht so ganz weiß, wie man da... Wo einfach von irgendwo dann angreift. Keine Ahnung. Ah, jetzt habe ich in die falsche Richtung geschossen. Stabil. Okay. Er ist auch down. Ich habe nichts an... Ich habe nichts an Viechern. Ich muss jetzt so gegen Beast kämpfen. Was ja eigentlich machbar sein sollte. Weil Beast nicht so krasse Attacken hat. Muss jetzt nur aushalten. Darf halt nur nicht irgendwelche Hits kassieren, die dumm wären. Das darf nicht passieren. Alles andere ist okay. Wenn es dauert, ist okay. Ich darf nur keine Hits kassieren. Was ist das denn? Das kannte ich nicht. Das sah gefährlich aus. Okay. Scheiße, was? Der ist doch gleich down, Mann. Komm schon. Oh Gott. Then suddenly the sky above cracked open, and a white beam of light reached down into the earth, smiting the mother of harlots asunder and setting the blood lake. Das Ding ist ja, ich weiß nicht, ob die Items, die ich freischalte, gut sind, aber Erfolg. 2 Stunden Aufnahme. Ey, Leute, das geht nicht. Das ist ein Part und das sind 2 Stunden. In der Zeit habe ich früher 4 Parts aufgenommen, weil es halt so, keine Ahnung, 4 halbe Stunden Parts waren von irgendeinem anderen Projekt.
Wenn ich täglich Videos bringen will, ich kann nicht einen paar, zwei Stunden, das geht nicht. Mein Gott, oh, ich muss das irgendwie. Ey, das ist mit Isaac, ist das echt schwierig. Boah, jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Und tschüss.